Hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Ich habe eben mal so ein bisschen auf meinem Handy Tabula Rasa gemacht und bin auf einen Post gestoßen, den ich mir mal abgespeichert hatte. 6 Jahre ist es schon her, dass ich den auf Facebook gepostet hatte. Ich weiß die Quelle leider nicht mehr, aber sinngemäß. Du kannst, also die Quelle von dem Autor, das war ein Zitat. Du kannst, wie war das? Du kannst nicht das nächste Kapitel in deinem Leben beginnen, solange du den letzten Abschnitt immer wieder wiederholst. Und das würde ich mal gern mit dir teilen heute Abend hier nochmal zu deiner Inspiration. Ich habe auch heute Nachmittag hier einen Post noch gemacht. Ich habe gleich geschrieben zu Beginn Triggeralarm, Achtung, Triggeralarm, Post, und mal so ein gewisse Dinge aufgeführt, was so gesellschaftskonform ist, was wir so machen. Aber solange wir keine neuen Entscheidungen treffen, ändert sich nichts im Leben. Und deshalb ist es so sinnig, dass mir dieses Zitat da heute noch mal über den Weg gelaufen ist, heute Nachmittag oder eben. Solange wir die letzten Abschnitte wiederholen, können wir kein neues Kapitel im Leben beginnen. Was meine ich damit? Zum Verdeutlichen, guck mal. Wenn du ein Buch anfängst zu lesen und willst wissen, wie es ausgeht, ein spannendes Buch, und willst wissen, wie es ausgeht, willst zum Ende kommen, willst das Fazit erfahren. Wenn du immer wieder die ersten 30 Seiten liest, aber von da ab nicht weiterliest, dann kannst du das Ende nicht erfahren. Ein anderes Beispiel aus der Küche. Wenn du ein Käsekuchenrezept hast und du weißt eigentlich, wie lecker dieser Käsekuchen schmecken kann, sofern du denn 40% Quark reinmachst und nicht 10% Magerquark oder wie viel Prozent der hat, ich kenne mich da nicht so gut aus, dann wirst du nie dieses Resultat bekommen. Das heißt, mit anderen Worten, du darfst beginnen, anders zu denken. Daraus resultiert ein anderes Handeln und daraus resultieren dann letzten Endes andere Ergebnisse in deinem Leben. Und da darfst du dich in allererster Linie auch mal dafür entscheiden, metaphorisch gesprochen, aufzuhören, immer die letzten Kapitel in deinem Leben, also die letzten Denkweisen, die letzten Gewohnheiten, die letzten Handlungen, die haben ja dazu geführt, dass du jetzt da stehst, wo du gerade stehst, an einem Punkt, wo es Bereiche gibt, die du so nicht mehr haben möchtest, die du gerne ändern möchtest, beruflich, privat. Das Gesundheitliche hängt damit zusammen, weil wenn wir beruflich und privat nicht das Leben führen, wie es unserer Seelenessenz entspricht, wie es unserem Herzenessenz entspricht, dann wird die Seele unweigerlich beginnen, über den Körper uns Botschaften zu schicken, um uns darauf aufmerksam zu machen, hey, es wird Zeit, dass du mal deinen Weg korrigierst. Ja? Klingt irgendwie plausibel, oder? Also, wenn ich aus meinem früheren Leben da jetzt aus dem Nähkästchen plaudern würde, wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Meine Seele hat mir auf der körperlichen Ebene zuhauf Botschaften geschickt. Ich habe es lange Jahre nicht verstanden. Und wenn du da ehrlich zu dir bist, welche Botschaften schickt deine Seele dir schon auf der körperlichen Ebene, um dich darauf aufmerksam zu machen? Es wird Zeit, meine Liebe, mal deinen Weg zu korrigieren. Also, wenn du magst, wenn du ein neues Kapitel in deinem Leben jetzt aufschlagen möchtest und aufhören möchtest, die letzten 20 Kapitel oder 30 Kapitel wieder zu lesen, sprich, was du die letzten 20, 30 Jahre als Resultat erzielt hast, wenn du da jetzt mal was ändern möchtest, dann kann ich dir zwei Dinge ans Herz legen. Zum einen, schreib mir eine PN, damit ich dir nähere Infos kann zukommen lassen. Wenn du sagst, ja, es macht durchaus Sinn, mir jetzt mal das Navigationssystem zu nehmen, damit ich wirklich mal von A nach B komme und aufhöre, die letzten Kapitel immer wieder wie so ein Wiederkäuer zu durchleben und zu lesen,
Die zweite Variante ist Call of Your Soul, ein kostenfreier Kurs, der normalerweise 997 Euro kostet. Es gibt einen kostenfreien Zugang für kurze Zeit. Poste ich dir jetzt gerne hier unter das Video. Meld dich an. Da erfährst du erstmal ganz genau die Schritte, die ich gemacht habe, um aufzuhören, die alten Kapitel zu lesen, um es mal an dem Beispiel weiter hier festzuhalten und ein neues Kapitel im Leben aufzuschlagen. Brauchst du im Grunde genommen nur identisch eins zu eins nachmachen und kannst natürlich auch mal ein bisschen reinschnuppern, was es eigentlich umzusetzen gilt, wie ich es umgesetzt habe und wie du es umsetzen kannst. Also, findest den Link jetzt gleich hier in der Nähe von dem Video oder schreib mir einfach eine PN. Wenn du sagst, ich will jetzt nicht mehr lang rumfackeln und nochmal länger die ollen alten Kapitel lesen, ich will jetzt gleich durchstarten, dann lass uns zusammen reden über deine Möglichkeiten der Begleitung. Okay, in diesem Sinne, hab noch einen schönen Abend und bis dann. Ciao, ciao!